Moin, Sonntag der 11. und ich habe heute mal einen Brief bekommen, den haben die Österreicher verfasst, und zwar an ihre EU-Abgeordneten, weil am 14. September, also nächste Woche, soll darüber entschieden werden, ob es nicht sinnvoll ist, Biomasse, die direkt aus dem Wald kommt, vollkommen aus der energetischen Nutzung auszuschließen. Das EU-Parlament beabsichtigt auf Druck der Internationalen Umweltorganisation, das Holz aus heimischen Wäldern nicht mehr auf die hochgesteckten erneuerbaren Energieziele angerechnet werden kann. Während Putin weiter an der Eskalationsschraube dreht, wir uns mitten in einer Energiekrise mit explodierenden Energiepreisen befinden, plant die EU den Rückbau der Holzenergie. Musste erstmal drauf kommen. Besonders Gemeinden und Städten, das bezieht sich hier überwiegend natürlich auf Österreich, aber es ist bei uns in Süddeutschland ja auch so, aber bei uns auch hier im Norden, besonders Gemeinden und Städten wird damit jede realistische Gestaltungsoption genommen, um sich aus eigener Kraft von fossilen Energien unabhängig zu machen. So, und dann geht's weiter. Holzenergie, also Biomasse, Nahwärme, Brennholz, Hackgut, Pelletheizung sowie KWKs, die in vielen Ausprägungen die günstige und oft die einzige Möglichkeit sind, technische Alternativen zum Ausstieg zum Erdöl und Erdgas darzustellen, stünden für die Energiewende in ihren Gemeinden nicht mehr zur Verfügung. So, und genau das gleiche Schema erleben wir in der Landwirtschaft ja auch. Wir sollen das hier alles einstellen. Und jetzt frage ich euch mal, wo wird denn das dann ersetzt? Genau wie Landwirtschaft. Nehmen wir jetzt mal an, Anbau von Getreide oder Haltung von Tieren. Ehrlich wäre ja, wenn wir dann so konsequent wären und dann auch nur noch das futtern, was wir hier selbst produzieren. Aber wenn wir die Hälfte der Tiere abschaffen würden, müssten wir auch auf die Hälfte unseres Fleischkonsums verzichten, wenn einige sagen Halleluja. Ja, aber die Alternative ist ja dann was anderes zu essen, also zum Beispiel was Veganes. Wo kommt denn das dann her? Weil das soll ja auch eingestellt und abgeschafft werden. Und die Landwirtschaft, Forstwirtschaft soll abgewickelt werden, genau wie wir es damals mit der Textilindustrie gemacht haben. Die Stahlindustrie wird gerade komplett abgewickelt, aber auch alles andere. So, und man möchte, und ich mache gleich mal ein Video nochmal hierzu, wenn man der Chefin der Taz zuhört, finde ich super ehrlich von dieser Frau, ganz, ganz ehrlich, die sagt genau, wo die Reise hingehen soll. Und wir müssen uns entscheiden, wollen wir zurück ins Mittelalter oder nicht? Seid ihr dazu bereit, ja oder nein? Und das müssen wir uns in Zukunft fragen. Das hier ist völlig konträr zum Klimaschutz, zum Artenschutz, zu was auch immer. Und das ist einfach das Unehrliche, was mich ankotzt. Dass wir nachhaltiger werden müssen, selbstverständlich. Dass wir ressourcenschonender arbeiten müssen, ja klar, selbstverständlich. Aber es hier zu verbieten, um es woanders herzuholen, merkt ihr die Einschläge noch? Genau das gleiche mit AKWs. Ich muss es nochmal erwähnen, gestern hören wir, dass die Schweizer unverantwortlich auf ihrem eigenen Territorium jetzt ein Endlager planen. Zufälligerweise ist es genau an der Grenze nach Baden-Württemberg. Das ist jetzt natürlich doof. Und unsere Umweltministerin Frau Lemke regt sich da tierisch drüber auf. Die sagen aber dann, das ist mir scheißegal, Frau Lemke, weil das ist die Schweiz. Ciao, ciao.